zu einem Tempel. Wat Prang heißt der. Sorry für die Aussprache. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig alles ausspricht hier auf Thai. Auf jeden Fall haben wir hier Nate kennengelernt. Den nehmen wir jetzt mal mit. Der kennt sich hier nämlich gar nicht aus. Is that a jumping? I think it's a kind of chili, salt or sugar. It's a bit weird, but... Die haben sich gerade hier irgendwie so Früchte gekauft und mit Chili-Salz. Ob das schmeckt? Wir sind jetzt hier gerade auf einem der Boote. Ich hoffe, man versteht überhaupt irgendetwas. Und ja, die müssen wir ja jetzt mal bezahlen. Einzelne Fliesen eingearbeitet in so ein Mörtel. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Arbeit gewesen sein muss. Ich hatte gerade meine erste frische Kokosnuss und das war richtig gut. Bisher habe ich mir immer nur die im Tetrapack gekauft, aber das war schon echt besser jetzt. Hier mal in so eine Seitenstraße rein und suchen uns was Leckeres zu essen. Es ist übrigens echt gut, dass man keine Gerüche mit über den Film übertragen kann, weil hier riecht es die ganze Zeit nach einer Mischung aus totem Tier, Pipi, irgendwie so alles eklige, vergammelte, was man sich so vorstellen kann. One Spring Roll? No, I'm no. Und wie schmeckt's? Nicht sehr begeistert. Nein, die sind halt kalt und schmecken irgendwie ein bisschen nach ranziger Fleisch. Aber so jetzt zum Sattwerden zu Dann probiere ich jetzt auch mal. Wir wollten eigentlich jetzt mit dem Bus noch ein bisschen eine Rundfahrt machen, also mit diesem normalen Busboot. Aber irgendwie hielt das nicht an der Haltestelle, wo wir gerade waren. Und wir hatten keine Lust, jetzt wieder die Fähre auf die andere Seite zu nehmen und dann von da zu fahren. Ja, deswegen gehen wir jetzt erstmal zurück zum Hostel, weil uns beiden ist so mega heiß. Es ist unglaublich. Es ist wirklich, als wenn man in der Sauna. Und wir haben uns, glaube ich, noch nicht so ganz an das Klima gewöhnt. Ein bisschen müde bin ich auch noch, ein bisschen gejetlaggt vom ganzen Flug. Und da tut so eine Pause mal ganz gut. Und nachdem wir uns ein bisschen ausgeschlafen haben, hat uns der Hunger wieder rausgetrieben. Und jetzt gab es was Leckeres hier von der Garküche. Lukas hat sich ungefähr das schärfste Essen ausgesucht. Aber es ist gut. Ich glaube, der muss gleich erstmal ein Glas Milch trinken. Also wir haben uns jetzt noch zwei Bier vom 7-Eleven geholt und lassen den Abend jetzt hier noch ein bisschen auf der Dachterrasse ausklingen. Ja, das Wetter macht uns irgendwie doch mehr fertig, als wir gedacht haben und wir haben heute längst nicht so viel geschafft.
wie wir eigentlich geplant hatten. Deswegen bleiben wir bei unserer Regel, es ist immer gut, möglichst wenig Pläne zu haben. Wo ist das mit dem Sohn? Möchtest du jetzt auch noch mal rein? Obwohl doch, ich habe ja... Same.